Ja, Leute, willkommen zum nächsten Teil von Golden Sun. Wir sind jetzt hier auf einer kleinen Insel. Die habe ich gefunden im letzten Teil, nämlich haben wir irgendwie nach irgendwas gesucht. Aber naja, hat nichts gebracht. Wir brauchen die Psy-Energie und den Verschieber, um dieses Ding da zu verschieben. Ja, das hat nicht ganz geklappt. Doch, es hat geklappt, aber wir müssen nochmal verschieben. Und zwar jetzt, super. Jetzt können wir die Leiter hoch. Und dann können wir weiter. Ah, ich habe eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Ist nicht so oft, aber ich habe eine Idee. Und zwar das Ding runterschieben. Und somit haben wir uns eine kleine Brücke gebaut. Oh, ich gucke trotzdem nochmal hier, ob hier was ist. Nein. Nichts. Und dann gehen wir hier rüber. Und gehen diese Leiter hoch. Ja, wir fehlen sie natürlich. Du, schöne Landschaft. Und nein, ich werde wieder Verschieber. Wieso müssen wir so oft Verschieber benutzen? Na. Wieso verschiebt er sich nicht? Ah, so, wieso verschiebst du dich nicht? Okay, jetzt redet Garrett mit uns. Das hat keinen Sinn. Unsere Psy-Energie ist nicht stark genug, um diesen Bauschiff zu bewegen. Oh, jetzt kommt da ganz zufällig einer vorbei. Ihr wollt doch den Baum schon verwegen, nicht wahr? Nein, wir brauchen nicht weiter gegen die Tour. Und der sieht so aus, als hätte er sich im Efeu verheddert. Ich würde sagen, wir brauchen Feuer. Da gibt es denn gar nichts, was wir tun können? Nein, anscheinend nicht. Ich weiß nichts. Ich habe eine Idee. Überlass das nur mir. Wirbelwind. Ja klar, Wirbelwind ist ja effektiv gegen Feuer, ne? Also Feuer hätte ja jetzt gar nichts gebracht. Nee, überhaupt nicht. Da hätten wir den Baumstoff nur mitverbrannt und hätten ihn nicht verschieben müssen. Nein, bringt nichts. Gut gemacht, Ivan. Ich hab's geschafft. Ja, gut gemacht. Danke für deine Hilfe. Aber was machst du überhaupt hier, Ivan? Ich konnte nicht nach Lumpa hinein. Das ist sehr schade. Versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht hier, um euch Hilfe zu bitten. Was? Seit ich Vault verlassen habe, spukt mir euer Auftrag im Kopf herum. Oh mein Gott. Wisst ihr noch? Ich habe alles in euren Gedanken gelesen. Ja, du Stalker. Ich konnte nicht einfach gehen, nachdem hier all diese schrecklichen Dinge geschehen sind. Wenn ich schon Meister Hammett nicht retten kann, will ich wenigstens euch beiden helfen. Bitte erlaubt mir, euch eure Reise zu begleiten. Auf eurer Reise zu begleiten. Ivan gehört nun zum Team. Also hilft er uns doch. Versucht ihr durch diese Höhle nach Billybean zu gelangen? Ja, das tun wir. Ich kenne den Ort zwar nicht, aber ist egal, wir versuchen es. Dann lasst uns gehen. Okay. Jetzt wieder Psy-Energie. Verschieber und yeah. Nein! Das war schlecht. Oder? Ist jetzt schlecht oder war es gut? Nee, es war gut. Es war gut, yeah. Ach nee, doch nicht, das war schlecht. Nee, es war gut. Keine Ahnung gerade. Wirbelwind? Ja, Wirbelwind. Stimmt ja. Wieder die ganzen Blätter wegwehen. Klasse. Goma-Höhle. Hier ist schönes Wasser, ja. Geht aber nicht weiter. Ja. Okay. Wir folgen einfach mal jetzt dem Pfad. Okay. Ja, über den Fluss springen. Und sofort ein Gegner. Zombie 1 erscheint, Zombie 2 erscheint und Zombie 3 erscheint. Super. Kämpfen. Gin und Kiesel. Den machen wir darauf. Und dann Angriff auf den und Angriff auf Zombie 3. Ivan greift an, nimmt 11 Schaden. 30 Schaden und 14. Boah, geht das schnell. Okay, kämpfen und rufen. Venus auf alle drei. Kämpfen, Zombie 2 und auf Zombie 3, weil ich Zombie 1 verschonen möchte. Das war natürlich ein Scherz, ich will nicht verschonen. 32, 45, der ist schon mal tot und 33.
Erdkraft steigt, Garrett schützt dich. 6 Schaden. Angriff. Ich hätte Zombie 1 wohl doch nicht verschonen müssen. Oder sollen. Okay, der ist besiegt. Und Zombie 3 ist auch besiegt. Ja, 24 Münzen. Super. Ja. Oh, ja, die geht ja nicht weiter. Was machen wir da? Skelett erscheint, Geist erscheint. Gin, Kiesel, da. Gin, hat kein. Aber ich kann Synergie einnutzen, und zwar Feuer und Angriff aufs Geist. Ivan greift an, mit 7 Schaden. Knochenmühle. Und toller Angriff. Feuer und der Geist ist noch nicht besiegt. Macht irgendeinen komischen Angriff auf uns. 7 Schaden, 16 Schaden. Ja, ist besiegt. Vielleicht Gin, Leine, Alter, Synergie. Müssen wir irgendwie was einsetzen? Oder vielleicht Wirbelwind? Aha, bringt anscheinend nichts. Ich wette, wir müssen irgendwie hier nee, oder? Vielleicht. Mal sehen, Verschieber. Nö, scheint nicht so. Vielleicht mit. Nein, nicht Verschieber. Ich meinte natürlich. Nee, der kann einfach keinen anderen einsetzen. Das ist schlecht. Mann, schon wieder kämpfen. Ja, Angriff und Angriff und Angriff und Angriff und. Achso, fertig. Weia, ich sollte mal. Uiuiui. Psy-Energie? Nein, nicht Angriff. Heilung auf den Ivan machen. Psy-Energie, Feuer und nochmal Psy-Energie. Blitzstrahl? Ja, ja. Waff, 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 waff. 40 und 40. Ist Heilung ein. Ivan wird wieder angegriffen. Aber er setzt Feuer ein. 41 Schaden, 35. Beide besiegt. Level up, blablabla, Pokémon. Ja, wir müssen mal wieder Heilung einsetzen auf erstmal den. Dann nochmal Heilung auf uns selbst. Dann nochmal Heilung auf. Ne, Ivan hat volle HP. Gut. Klasse. Aber ich verstehe noch nicht, was wir genau hier tun sollen. Weil es. Vielleicht. Nee, bringt nichts. Achso, hier geht's weiter. Ja, ja. Typisch Leitwolf 95. Ja. Ja, wieder ein Kampf. Mal wieder, mal wieder, mal wieder. Aber nur ein Skelett, also immer Angriff ruf. 8 Schaden, 15 Schaden, 14 Schaden. Scheiße. Nee, dann machen wir mal Psy-Energie und Beben auf ihn und Angriff und Angriff. Ja. 8 Schaden, Leid, Beben. 16 Schaden ist tot. 10 Punkte haben wir bekommen. Klasse. Ach, da oben. Fledermaus und Zombie erscheint. Okay. Nee, dann machen wir es anders. Kämpfen auf den Zombie und. Venus entfesseln und klasse. Okay. Aha. Die Fledermaus hat also mehr. Oder irgendwie hält irgendwie mehr aus als ein Zombie. Ja, ist logisch. Klar. Ist ja in anderen Spielen auch so. Aber. Okay. Was ist hier hinten? Ne, hier geht's weiter. Oder? Ne, hier geht's. Ja, doch, hier geht's weiter. Mann, diese Kämpfe, die nerven. Die nerven wirklich. Angriff. Nee. Gin, Kiesel, Ruhm. Angriff. Nein. Ach. Flamme. Blitzstrahl. So. 40, 53 und 37. 32.
und Feuer. Okay, da haben wir, unsere Helden haben alle drei hintereinander gleich eine Attacke gemacht. Das ist gut. Ja. Oh, schon wieder ein Level up für, ich glaube, Ivan. Ja, Ivan war das. Hier geht's weiter nach unten. Oh. Ja, sieht auch nicht anders aus. Immer rauf aufs Skelett. 7 Schaden, 16 Schaden. Oh, Garrett nimmt ein bisschen viel Schaden, oder? Wieso weicht das Skelett aus? Hat eine Macke. Ja, 7. Ja, okay. Haben wir geschafft. Und gehen weiter. Und ja, gut. Mal sehen, was hier oben ist. Leute, ich sehe gerade, ja, das Zeit läuft vorbei. Das war mein Teil. Ich freue mich auf den nächsten Teil und tschüssi.